Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Echoes of Mana, immer noch im Event von Pavlos pfiffige Pläne. Und nun stellen wir uns ihnen entgegen. Wenn ihr die vorigen Parts nicht geguckt habt, habt ihr Pech gehabt, denn die Story setzt genau da an. Und zwar Rache an Mega Pavlo. Los geht's. Hoffentlich. Oh yes. Ja, den werden wir wohl easy schaffen, ne? Duran, willst du an ihn weggehen? Du kriegst die ganze Zeit einer verklatscht auf den Kopf. Oh. Das hat mega gesemmelt, ne? Das hat mega wehgetan. Wollt ihr aufstehen? Komm, greif an. Duran denkt sich so, erstmal ausweichen, ne? Wir gehen eigentlich hier nach hinten, dann. Und dann mache ich mal mein Special, damit ich. Warum nicht, ne? Der Kampf geht ja eh gleich vorbei. Der wäre schneller vorbei, wenn du einfach normal raufhauen würdest. Aber wozu? Wozu? Wäre ja auch langweilig, ne? Ach so, sie meint auch noch. Natürlich. Aber immerhin könnt ihr die Musik genießen. Das ist alles nur Cinematic für die Zeitlupe, ne? Das ist nur für Cinematic, also nur für die Kino, für die Popcorn-Genießer unter euch. Alle Feinde besiegt. Ey, krieg ich meine Siegespose noch zu sehen? Ja, 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 doch, ja. Gut. Die Explosion war ein bisschen im Weg, ne? Ich weiß. Ja, haben wir geschafft. Sehr gut. Wir kriegen noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Und mal gucken, wie die Story sich jetzt entwickelt. Wir haben den Boss besiegt. Gut, das neue Jahr ist zwar schon längst angefangen, ne? Aber ist schon ein bisschen am Laufen, während es hier kommt, weil ich habe gedacht, so mache ich ja noch die andere die Story andere noch vorher. Sonnenaufgang im neuen Jahr. Ah, gib endlich auf! Niemals, ich habe Mega Power und ich herrsche Welt. Ah. Alles okay, Fuji? Mist, durch die Erschütterung von eben wird noch das Gerüst einkrachen. Flämmchen, bitte. Oh, Hintergrund läuft die schöne Musik. Puh, um mein Haar entkommen. Ist die Welt nun gerettet? Schaut mal, ein herrlicher Sonnenaufgang. Das ist das Main-Theme von Mana. Du. Ach ja, wir haben den Frieden auf Erden wiederhergestellt. Das nenne ich meinen erfrischenden Tagesanbruch. Das ist aber nicht wirklich das Ende. Irgendwo lauern die nächsten Feinde, die Welt in Gefahr bringen. Das stimmt schon, aber wenn wir unsere Kräfte vereinen, dann kann sich uns nichts und niemand in den Weg stellen. So, jetzt kann mir mal jemand erklären, was hier eigentlich passiert ist. Erzähl ich dir später. Okay, Sumo, dieses Outfit steht dir übrigens ausgezeichnet. Danke, an der Entstehung dieser Rüstung haben wir alle gearbeitet. Soll wohl formelle Kleidung zum Neujahr sein. Apropos Neujahr, da gibt es unbedingt etwas, was wir noch machen müssen. Ein Zauberspruch, der uns ein frohes neues Jahr ermöglicht. Ah, den kenne ich. Was meinst du? Der geht doch so, oder? Frohes neues Jahr! Die allerbesten Wünsche für das neue Jahr! Frohes neues! Bist ja beste Laune! So gut gelaunt, wie erwartet dich bestimmt nur Positives. Hihi, hast wohl recht. Auf das uns alle ein wunderbares neues Jahr erwartet. Und ich hoffe wirklich, wir kriegen dieses Jahr auch mal einen neuen richtigen Mana-Titel, ne? Leute, Entwickler, wenn ihr was hört hier, du, ne? Das kann ja wohl nicht sein, ne? Wurden uns nicht letztes Jahr gesagt, so, wenn ihr News zum neuen Mana-Teil gibt, da war ist ein Livestream oder so, wurde gesagt, das hat News erwartet,
folgt uns auf Social Media, damit ihr dieses Jahr noch News bekommt. Ja, was haben wir für dieses Jahr für News bekommen? Was bekommen wir denn für News? Wir bekommen regelmäßig Updates zum Spiel. Das ist das Einzige, was wir auf Social Media bekommen. Wir bekommen keine Mana-News. Was soll das? Ich will ein neues Mana-Spiel. Ein richtiges Mainline-Titel. Oder ein Spin-Off. Ist mir egal, ob es ein neues Mana-Spiel. Wird Zeit, oder nicht? Meine Güte. So. Ja, wir machen das noch auf normal. Why not? Und dann holen wir uns die Belohnung ab, ne? Ja. So, rück mal aus jetzt. Mach die mal kurz mal fertig. Und dann ist gut. Aber eins sage ich euch, die Parts hier werden alle, die von diesem Event werden ein bisschen Schnibbelarbeit, ne? Das mag ich nicht so. Genau, guck mal, das ist so, muss man anfangen. Rüstungsschreck rein, ballern. Genau diese Empfehler wie eben machen. Bisschen 5 Minuten liegen. Und dann alle ihre Special gleichzeitig zünden, damit das auch jahrelang lange dauert. Und dann Explosion abwarten. Ja, genau. Genau das meine ich. Ja, ihr macht das richtig. So muss das sein. Schön. Sieht schon cool aus, ne? Also könnt ihr jetzt einzelne Frames leicht screenshotten. Ich weiß nicht, was ihr davon habt, aber ihr könnt es. Theoretisch. Das ist möglich. Und praktisch ist es auch möglich. Also drückt mal auf die Tastatur. Ein bisschen Druck. Oder ich weiß nicht, wie es auf dem Handy geht. Keine Ahnung. Ich benutze nie die Screenshot-Funktion am Smartphone. Hab ich noch nie benutzt. Noch nie in meinem Leben. Ich weiß gar nicht, wie das geht. So. Da ist sie, die Explosion. Wunderschön. Alle Feinde besiegt. War ja auch nur einer. Schön, schön. Und holen wir uns jetzt Belohnung ab, ne? Auf hart mache ich den jetzt nicht. Nee. So. 9 Sekunden gebraucht, das kam mir mal länger vor. Legios erreicht nur ein Level. Schön für ihn. So, weiter. Die Kristalle, Geisterkristalle gönne ich mir. Wie heißen die übrigens? Geisterkristalle, das verstehe ich nicht. Egal, das machen wir jetzt nicht. Auf 6000 müssen wir E-Multiplayer. Könnte ich auch alleine schaffen. So ist das nicht, aber nee. So, wir gehen nochmal in die Mission und dann holen wir nochmal da uns die Belohnung ab. Und dann gehen wir nochmal kurz mal hier harvesten. Baum abrupfen. Und dann... Wieso lädst du? Bist du schon fertig? Warum lädst du? Auf zu laden. Ach so. Muss ja auch noch. Ne? Das muss ja. Wow, jetzt haben wir noch einen Server-Error. Immer so geil, wenn man halt nochmal jeden Ladebildschirm, den es in diesem Spiel gibt, nochmal ertragen muss. Hintereinander weg. Da denkt man, man hat eine Ladezone erreicht, kommt die nächste Ladezone. Da wird nochmal ein Update geprüft und dann nochmal dies und jenes. Gott, gib mir jetzt einfach das Zeug. Wow, danke. Ich hätte ja diese Dinge auch cheaten können. Natürlich. So einer bin ich ja auch. So, geh mir in Bingo rein. Ah ja, Event, ne? Event. So. Ja, hab ich geschafft. Krieg nochmal 4 Sterne-Ente-Ticket. Und das ist ganz viel anderen Stuff. Und nochmal 100 extra davon. Und neue Bingo-Mission, jetzt wird das alles auch schwer, ne? Ich weiß, ja. Das mache ich aber nicht. Das werde ich nicht mal einmal tun. Und vor allem 10-mal. Vor allem 10-mal mit Rang S, ne? Ist klar, ja. Nee, das ist mir zu viel. Wir gehen jetzt, wie ich schon angekündigt, wir werden jetzt einmal hier, wo ist das denn? Ernten, genau. Da werden wir jetzt ein bisschen was tun.
bisschen was holen, neue Charaktere. Ladezeit ertragen. Ladezeit rausschneiden. Was weiß ich. So, als erstes haben wir ja das hier. Erntet Lady Neujahrslook. Lady im Neujahrslook. Ihr wisst schon, dass Duran ein Kerl ist, ne? Ich weiß. Man könnte auch andere vermuten, aber mal sehen. Ich hätte gern Prim, weil Duran hat schon mehrere Formen, das ist langweilig. Der hat schon so viele Formen. Der hat seine Ritterklamotten damals in den allerersten, nicht allerersten Event, aber schon relativ frühen Event schon Ritterklamotten gekriegt. Der hat genug aus. Der kriegt auch so, der wird sowieso bevorzugt. Nicht so bevorzugt wie irgendwelche bekannten Legend of Mana Charaktere, klar, aber ich hätte schon gern Prim. Sieht besser aus. Richtig schick die Rüstung könnte man sogar zu einer Party anziehen. Ach, vielen Dank. Lady im Neujahrslook. Prim. Ja, schön, schön, schön. Wir haben aber, ich habe aber noch genug, ich habe noch ein paar andere Erntetickets. Ich meine, die kann ich auch mal schon mal verwenden jetzt noch diesen Partner. Ich meine, die sammeln sich ja nur an und die haben ja sonst keinen anderen Nutzen, ne? Ja, viel Legend, aber ach Gott. Ich hätte gerne hier die oben rechts von Schildrun auf Mana. Gut, machen wir es auch nochmal. Oh, Lady Black Pearl! Cool, cool. Habe ich den schon? Ich weiß es nicht. Nee, habe ich noch nicht. Ja, cool. So, dann haben wir aber noch. Ich habe noch die andere, ne? Und ich glaube, ich kriege da keine mehr zu. Ich habe mich oft nicht eingeloggt. Weil ich letzten Monat lang fast einen Monat nicht gespielt habe. Deswegen muss ich jetzt hier 5-mal ernten. Ach ja, dann machen wir das, ne? Machen wir hier noch 5-mal hier. Ich kann leider nicht auf mehr klicken, ne? Nee. Gut, dann müssen wir durch. Kriegen wir ein paar noch Legend of Mana Charaktere. Der Anime ist ja jetzt vorbei. Ich habe noch nicht zu Ende geguckt. Die letzten 2 Folgen fehlen mir noch. Dann ernten wir noch hier in diesem Part so ein bisschen, ne? Es sei denn, es kommen jetzt noch 500 Jahre Ladezeit, weil dann ernte ich nicht 5 Stück. Ah, das sind so billig Charaktere, ne? Ja, nun, das ist kein Legend of Mana Charakter, du. Nee, dann werde ich das hier offscreen machen irgendwann. Dann habe ich aber genug Punkte, um einmal nochmal ein 10er Ernte zu machen, nicht wahr? Nicht wahr? Ja. Gut, vielleicht kriegen wir auch noch Duran. Kann man machen. Muss man nicht. Aber man kann mal gucken. Eine 10er Ente lohnt sich auch mehr als so diese einer Dinger. Da ist aber nicht toll, nichts Tolles bei, du. Ja gut, ein paar goldene ist nicht schlecht. Wir haben Nunu-Sack bekommen. Sei mal her. Sei mal Nunu-Sack. Nunu-Sack ist ein Professor an der Magischen Akademie von Geo. Ja, ja. Das ist das Legend of Mana. Interessant, dass der auch seinen eigenen Memory Jam bekommen hat.
Ist ein Lehrer, der Dude. Der Dude ist ein Lehrer. Gut, aber sollte es gewesen sein, oder? Und da gab es hier noch mehr Ente-Tickets. Außer die einer. Ich glaube nicht, ne? Nee. Na gut, dann war es das für diese Aufnahme-Session. Ich darf die jetzt auch noch schneiden. Na, nicht jetzt. Mach ich morgen oder so. Und, ja. Geplagt von Kommunikationsfehlern zum Server. Das wird ein Spaß, das zu schneiden. Aber so ist das nun mal, ne? Ich hab mir halt nicht ausgesucht. Das ist halt, das passiert halt. Das ist manchmal möglich. Gut. Das war's mit dem Event. Das Neujahr ist. Das Neujahrs-Event. Und ja, wenn ihr nichts mehr von in Zukunft verpassen wollt von Echoes of Mana, drückt auf Abonnieren, wenn ihr Bock habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Event oder beim nächsten Story, bei dem nächsten Story-Inhalt. Man weiß ja nicht, wann es kommt. Wenn wir uns da überhaupt noch sehen. Wenn das Smartphone noch so lange durchhält. Man weiß es ja nicht, ne? Man weiß es nicht. Wenn das kaputt geht, dann kann ich halt leider nicht mehr aufnehmen. Ich weiß ja, ich habe kein neues zum Übertragen. Das Spiel auf dem neuen Handy läuft das nicht. Egal, wie auch immer. Wir sehen es hoffentlich. Ihr könnt ja auch in anderen Projekten reingucken, ne? Egal, ich läuft ja nicht weg. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.